UFC-Kampf im Halbschwergewicht. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Halbschwergewichtsfight. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC light heavyweight division. Introducing first, fighting at the blue corner. This man is a wrestler, holding a professional record of 8 wins, 4 losses. He stands 6'2" tall, weighing in at 205 pounds, Patrick Thomas! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A wrestler, holding a professional record of 8 wins, 2 losses. He stands 6'3" tall, weighing in at 205 pounds. Corey Beeston, 25-8, and when the action begins, our referee in charge, Dan Mergliotta. Dan Mergliotta ist das. Er wird diesen Kampf leiten. Und da geht es los. Ja, klasse getroffen mit diesem Kick. Treffer mit dem Punch. Ja, guter Block. Er trifft mit der Linken. Exzellente Punches hier. Da ist der Körpertreffer. Guter Kick. Oh ja, den Inside-Leg-Kick bringt er gut. Super Kicks. Sauberer Head-Kick. Und wieder zum Kopf. Gute Kombination, sehr gut. Oh, ein heftiger Suplex, das hat er stark gemacht. Super Block. Oh, die Rechte sitzt. Treffer mit der Rechte. Das artet in eine wilde Prügelei aus. Ja, Kick vom Kopf. Oh, was für ein Uppercut. Der Jeff hat gesessen. Er trifft ihn. Volle Treffer. Perfekte Linke. Und da geht er zu Boden. Und wieder kommt er auf die Beine. Er verpasst ihm eine gerade zum Kopf. Wow, fantastischer Takedown. Was für eine Technik und Kraft. Er versucht es mit einem Peruvian Necktie. Jetzt hat er die Kontrolle. Und wieder kämpft er sich auf die Beine. Ja, das sprawlt er und verhindert den Takedown. Ja, der Kick zum Körper kommt an. Ja, dem Schlag weicht er aus. Schöner Körpertreffer, gehandelt vom Kopf, er ist genommen. Oh, wow, was für ein Niederschlag. Da ist die Hafka. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Nee, der Schlag kommt nicht an. Er trifft mit der Rechten. Ja, starke Verteidigung gegen den Suplexversuch. Die Garde landet am Kopf. Der linke Haken verfehlt sein Ziel. Ja, den Kick zum Kopf blockt er ab. Ja, sauberer Kick zum Körper.
Schöner Körpertreffer mit dem Haken. Er landet immer wieder tolle Treffer, kombiniert schön seine Technik. Oh, jetzt schwillt auch noch sein anderes Auge zu. Ja, die Linke verfehlt ihr Ziel. Ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Wahnsinn, was für ein Headkick. Wow, die Rechte hat gesessen. Gut mit dem Jab. Schöne Rechte. Jetzt holen sie alles aus sich raus. Oh, ein heftiger Suplex. Das hat er stark gemacht. Nur noch 20 Sekunden. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf. Ah, der Übergang aus der Halfguard geht schief. Oh ja, der Ellbogen landet voll am Kopf. Oh, heftiger Ellbogenschlag. Wieder ein heftiger Ellbogenschlag zum Kopf. Damit ist die erste Runde beendet. Alles klar, Runde 2. Ah, die Linke sitzt. Er zieht den Haken zum Kopf. Ja, schöner Kick und da ist der Treffer. Starke Angriffsserie. Hier sehen wir, wie viele Knockdowns bislang erzielt wurden. Oh, ein starker Kick. Oh, der ging voll zum Kopf. Oh, jetzt artet es in eine wilde Prügelei aus. Schöner Treffer. Ja, er bringt eine Kombination. Wow, das sind richtig gute Angriffe. Er kämpft aus der Halfguard. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Er geht zurück in die Side Control. Er hat ihn im Kruzifix und lässt ihn sein ganzes Gewicht spüren. Da war der Ellbogen. Er kämpft aus der oberen Kruzifixposition. Oh, und wieder ein Ellbogentreffer. Er ist in der Kruzifix-Position und lässt ihn sein ganzes Gewicht spüren. Er wechselt wieder in die Side-Control. Ja, er kontrolliert ihn von oben aus der Kruzifix-Position. Oh, das Auge ist inzwischen ziemlich zugeschwollen. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Er hat ihn von oben im Kruzifix. Oh, das war ein satter Ellbogen. Das macht er gut da auf dem Boden. Er ist in der Side Control. Er kontrolliert ihn von der Seite. Er wechselt zurück in die Side Control. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Er arbeitet aus der Side Control. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. Und zurück in die Side Control. Wir sind jetzt bei Halbzeit dieses Kampfes. Gute Arbeit von oben in der Kruzifix-Position. Und zurück in die Side Control. Er nutzt die Side Control. Zum Kopf. Starke Arbeit von unten. Ja, er steht wieder. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht.
Oh, eine gewaltige Rechte. Er fixiert seinen Arm, er hat ihn. Er befreit sich aus der Armbar. Großartig gemacht. Was für ein Strike auf dem Boden. Gute Linke. Gute Punches jetzt. Schöner Block. Guter Jab. Oh, ein Kick mit aller Gewalt, aber knapp daneben. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Ja, die Garde passt. Hier will keiner zurückstecken. Oh, ein Peruvian Necktie. Irgendwie bekommt er da seinen Kopf frei. Er versucht es mit einer Submission. Oh, er hat ihn im Choke. Ah, der Choke ist zu gut, er muss jetzt abklopfen. Ja, jetzt ist es vorbei. Hier haben wir gesehen, wie wichtig eine gute Strategie ist. Er hat in Ruhe auf seine Chance zur Submission gewartet, weil er wusste, dass sie sich ihm irgendwann bieten wird. So, hier kommt die Wiederholung. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Dan Mogliata has called a stop to this contest at 4 minutes, 36 seconds of round number 2. Declaring the winner by tap out due to a Peruvian necktie, Corey Easton, 25-8, Anderson. Und hier ist er, der Sieger durch Submission.